dem El Paraíso Verde in Paraguay. Hier kann man tatsächlich. Also ich hab jetzt gerade noch mal ein kleines Interview geschaut, auch noch mal an dich, Johann. Du musst wirklich mal anfangen, ein bisschen zu fasten, heil zu fasten. Dein Körper, du bist zwar eine starke Persönlichkeit, ich habe das schon mal gesagt, dein Körper läuft nicht gut. Ja. Mit deiner Wampe, du kannst dir wahrscheinlich nicht mal den Po gut abwischen. Ne, du musst wirklich mal, das sagt dir keiner, weil die keine Eier haben, aber hier, Papa Domenico hat dir mal, gibt dir einen guten Rat. Ja, du bist kein schlechter Mann, ich kann das sehen. Er hat dich auch, dieser nette Herr hier, der, wie heißt der? Peter Reinhardt von Liechtenstein oder so stand da. Der hat dich auch eine gewisse Frage gefragt, die du nicht beantwortet hast ganz. Ja, aber auch es wurden christliche, erst einmal, es gibt keine christlichen Werte. Ja, sowas gibt es nicht. Es gibt keine Christen. Noch einmal, es ist niemand vom Himmel gefallen vor 8000 Jahren. Ja, vergiss auch nicht, dass laut dem Märchenbuch sollte man A, Schwule umbringen. Ja. B, sollte man samstags den Sabbat halten. Ja. In diesem Dorf gibt es weder christliche Werte. Das Einzige, was es gibt, Leute mit einem Mentalschaden vielleicht. Ja. Und ich sage das nochmal, weil das ganz wichtig für euch ist. Na, ich muss das nicht sagen. Ja, ich werde da auch nicht mehr noch ein Video machen. Das ist der letzte Teil, der vierte Teil. Ich habe dann insgesamt vier Videos hochgeladen. Ihr könnt euch die runterladen. Von mir aus könnt ihr die auch löschen lassen. Es ist Glück für euch, dass ich diese Sachen erwähne, weil ihr habt ja keine Eier. Silvia ist eine Heuchlerin, wie heißt der, Erwin oder sowas, der ist auch ein Heuchler. Ihr seid alles Heuchler. Ja, ihr konntet dem Johann nicht mal sagen, dass er abnehmen muss. Ja, der kann nicht mal richtig atmen. Ja, so geht ihr also miteinander um. Das ist ein menschlicher Umgang? Nein, ist es nicht. Ja, man muss den Leuten sagen, hör zu, du hast gewisse Probleme. Und gerade du, Silvia, du weißt davon. Ja, und du hättest es ihm die ganze Zeit sagen können. Du hast es ihm bis heute nicht gesagt. Ja, selbst in dem Interview hast du ganz genau gesehen, wie er da sitzt. Und ich weiß, dass du nicht dumm bist. Ja, du weißt, du kennst dich mit basischen Seifen aus, du kennst dich aus mit Hautpflege generell, du kennst dich aus mit vielen Sachen. Ich kann das schon sehen, alleine schon, wie du das ganze Biogemüse behandelst. Ja, du bist nicht dumm, ja, aber du bist eine Heuchlerin. Eine Heuchlerin ist auch ein Mensch, der von gewissen Werten redet, aber die nicht umsetzt, obwohl er meint, die in bestimmten Lebenslagen umsetzen zu wollen. Ja? Und du bist eine Heuchlerin und der Fakt, dass du und der arrogante Erwin, der schon ein bisschen arrogant ist, dass ihr neben dem Johann saßt, ja? Und auch der Peter Reinhardt und niemand von euch hat ihm gesagt, hör zu Johann, du musst wirklich heilfasten, du musst mal wirklich das Essen weglassen für ein paar Wochen. Ja, das hat nichts mit seiner Statur zu tun. Man kann auch einen gewissen Körper haben. Ich sage nicht, dass der Johann nicht Sixpack haben soll. Ja, es gibt Leute, die funktionieren einfach besser mit ein bisschen mehr Gewicht. Aber der Hauptpunkt ist der, dass wenn ein Mensch nicht mehr gut atmen kann, es bedeutet, dass sein System. Und das, ich habe auch davor in einem Interview, ich habe da auch vorhin auch in einem Video gesagt, dass dieser Doktortitel etwas komplett Schändliches und aus der Indoktrination kommt, ist der, dann aus der Indoktrination kommt. Und jemand, der nicht gut atmen kann, der ist der Letzte, der sich mit irgendwelchen Art von Medizinern vergleichen sollte, abgesehen davon, dass diese Mediziner sowieso alles, wie gesagt, indoktrinierte, hypnotisierte teilweise oder meistens, ja, da kommt nämlich noch diese lügenhafte Philosophie dazu. Wir wollen da jetzt nicht so tief eingehen, aber ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Ja? Und der liebe Joan, du solltest dieses Doktor wirklich aus deinem Namen nehmen und anfangen, dich mit dir selbst als gesunder Mensch zu befassen. Ja? Und du solltest auch wissen, dass du es größtenteils mit Heuchlern zu tun hast. Ja? Weil die Silvia ist eine Heuchlerin, die hat dir nicht gesagt, dass du dir etwas Gutes tun sollst. Und du lebst sehr ungesund, Joan.
Also du musst Heilfasten, trink Wasser nur für 2 Wochen, ja, beweg dich morgens, wenn du aufstehst, am besten spring ein bisschen irgendwo ins Salzwasser. Wenn du kein Salzwasser da hast, dann bau dir einen kleinen Pool, hau da ein bisschen Salz rein, stell kein Plastik auf, das ist nicht gut. Nimm dir einfach Ziegelsteine, zementier die, bau die zu einem Becken, ja, dann tust du das Becken ein bisschen auspolieren, Wasser reinfüllen, dass du auch wieder ablassen kannst. Salz gibt es in Paraguay genug, kannst du reinschmeißen, dann gehst du jeden Morgen da rein. Ja, jeden Morgen gehst du da rein und trinkst für 2 Wochen nur Wasser. In Paraguay ist es sehr heiß, ja, deswegen trink Wasser mit Zitronensaft. Trink Wasser mit Zitronensaft und du kannst, wenn du willst, einmal oder viermal in diesen 2 Wochen etwas essen, und zwar Fleisch. Ja, nur Fleisch, pures Fleisch. Du holst dir ein gutes Fleisch und am besten isst du das Fleisch roh. Ja, weil im rohen Fleisch sind die Enzyme enthalten. Ja, ihr redet hier viel von Bio und so weiter. Ich weiß, die meisten, vielleicht werdet ihr einen kleinen Anrang haben oder ein bisschen wissen. Fleisch muss man eigentlich in der Regel roh essen. Und der Grund ist, wenn ihr das Fleisch nicht roh isst, verliert das Fleisch die Enzyme und es wird schlechter verdaulich. Ja. Man muss das einfach gewohnt sein. Wir Menschen, wir essen Fleisch von Natur aus roh. Ja, wenn jemand jetzt im Wald ist oder wo auch immer, im Dschungel, ja, bis vor ein paar tausend Jahren hat da niemand das Fleisch gekocht. Ja, Tiere kochen sich ihr Fleisch auch nicht. In Fakt, es gibt da sehr bekannte Experimente wie von Winston Price oder wie heißt der eine nochmal? Podringers Cats oder irgendwie sowas, dass in der Regel ist es sehr wichtig, rohes Fleisch zu essen. Ja. Bei Tieren, gerade Katzen, und Katzen sind auch sehr spirituelle Tiere, sieht man diesen Unterschied extrem. Ja, deswegen auch, ihr isst vielleicht Bio, ne? Aber die meisten von euch wissen wieder, wie man isst. Das kann man auch beim Joe ansehen. So kann man nur enden, wenn man nicht weiß, wie man essen soll. Ja, es ist komplett egal, ob man Bio ist. Ja, und du solltest dich ehrlich schämen, Johann, ja, weil dieser heuchlerische Titel, der passt ganz genau zu dir. Ja, du kannst nicht einmal atmen. Schäm dich. Will eine Stadt bauen. Ja, du kannst eine Stadt bauen, ja, aber was vielleicht gut ist, wenn du anfängst, dich selbst aufzubauen, auf einem gesunden Weg. Ja, und denk dran, Papa ist der Einzige, der dir das gesagt hat. Die Heuchler haben dir das nicht gesagt. Die saßen einfach neben dir und haben zugeguckt, wie du keine Luft bekommst. So gut wie keine. Ja? Und ich, aus meiner Liebe zu dir, ich sag dir das. Ich hab dich lieb, Johann. Und irgendwann wirst du mitbekommen, wer ich bin. Vielleicht sehen wir uns auch bald. Und dann wirst du gesund leben. Gesund im Bewusstsein.